Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 8.15 Uhr auf der A7 zwischen Köchern und Bad Hersfeld West in Fahrtrichtung Norden ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines mit Papierrollen beladenen Sattelzuges verlor aus bisher ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte in den Flutgraben und kippte auf die Fahrerseite. Das enorme Gewicht des vollbeladenen Aufliegers schob die Zugmaschine in die Erde des Flutgrabens, wodurch der Fahrer in sein Fahrerhaus eingeschlossen wurde. Die alarmierte Feuerwehr aus Kirchheim rückte zur Einsatzstelle an, um den verletzten Fahrer aus seinem Fahrzeug zu befreien. Ja, bei Eintreffen an der Unfallstelle hat man gesehen, dass der LKW rechts im Graben lag. Der hatte sich regelrecht eingegraben und der Fahrer war in seiner Kabine eingeschlossen. Wir haben als erstes Kontakt aufgenommen zu dem Fahrer durch das obere Dachfenster, haben im Anschluss die Frontscheibe herausgenommen und konnten dann zusammen mit dem Rettungsdienst den Fahrer herausbegleiten. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen und Notarztbegleitung in ein Krankenhaus nach Bad Hersfeld gefahren. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Bergung des verunglückten LKW wird vermutlich den ganzen Tag dauern. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der rechte von drei Fahrstreifen gesperrt werden. Aufgrund der ruhigen Verkehrslage kam es aber zu keinen nennenswerten Behinderungen.